Sag mal, war das schon immer hier oben? Kann man da oben irgendwas lagern? Ja, noch gar nicht so richtig gesehen. Oh, der ist ja immer noch so klein. Ich habe gedacht, nach einem Jahr sieht die Sachlage anders aus, aber ja, okay, ich verstehe schon. Ich meine, der kann ja innerhalb von einem Jahr, kann er ja nicht 5 Jahre älter werden, ne? Das verstehe ich schon. Ist in Ordnung. Na, dann kümmere dich mal weiter drum, dann ist immer noch in Mutterschaft hier. Aber draußen sieht's tatsächlich mal nicht wirklich frühlingshaft aus, oder? Hallo da draußen an den Bildschirm. Zu unserer erstmal vor der Sommerpause. Le Na denn. Ja, obwohl ein bisschen Regen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, die Bäumchen werden tatsächlich nicht größer. Ach, schade. Zumindest noch ein bisschen größer. Hätte ich gut gefunden, um ehrlich zu sein. Sag mal, soll da nicht ein Apfel und eine Birne dran? Findet ihr? Moment, unser Roggen steht voll in der Blüte. Die Frage ist, brauchen wir da eine Sense? Wir haben keine Sense. Können wir uns eine Sense herstellen? Wir haben ganz schön viele Fragen zu beantworten. Ja, ich hatte das letzte Mal. Ich hatte das letzte Mal zwar gesagt, dass ich. Was wollte ich sagen? Ach ja, dass ich hier die Werkstatt nicht hinbauen wollte, um die Steuer zu sparen, aber am Ende, ne? Am Ende ist es wieder ganz anders gelaufen. Ja. Ja, die Frage ist, ist das Getreide jetzt schon reif? Hallo, Gotzimira, wie geht's? Gute Jagd. War das wieder laut? Denn der Regen prasselt da nieder. So, jetzt sind wir natürlich wieder gar nichts mehr. Breitwegerich. War breitwegerich für die Gesundheitszustände? Ich würde sagen, wir braten uns trotzdem. Ne, brauchen wir uns? Ja, warte erstmal nicht. Ah, es gibt wieder Morcheln. Aber wir können, glaube ich, wir haben zumindest nichts, dass wir mit dieser Speisemeuchel was Größeres anfangen könnten. So esstechnisch. Esstechnisch sind wir noch ein, ist unser Speiseplan noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Achso, das ist das, was noch brach liegt, ne? Aber das sieht noch grün aus. Das sieht noch nicht reif aus. Im Gegensatz zu unserem Roggen. Oh, man kann auch. Doch, hier sieht man Weizen. Aber unser Roggen sieht irgendwie reif aus. Tatsächlich, wir brauchen eine Sense. Wo können wir denn eine Sense herbekommen? Schau mal in die Werkstatt, denn hier sehe ich keine Sense. Weiß ja manchmal nie, ne? Was sind eigentlich die? Ah, eine Vogelscheuche. Aber wir haben keinen Leichengang. Vogelscheuche sollten wir uns über kurz oder lang trotzdem mal zulegen.
Auch wenn ich bisher noch, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht das Schlechteste, so eine Vogelscheuche. Nee, halt. Falsch. So, wartet, halt, wir können ja wieder in die Werkstatt. Die Werkstatt können wir ja besetzen. Wartet mal, jetzt müssen wir mal schauen. Wir gehen mal kurz. Moment, jetzt müssen wir wirklich mal schauen. Technology, ne? Werkstatt. So. Ich hätte gern. Tonbecher. Was braucht man hier? Das fände ich hier, die Tonflasche. Löwenzahn. Ja, das Gänseblümchen haben wir eigentlich, ne? Ich weiß nicht, ob man das noch. Aber hier schon. Na gut. Tun wir es. Ist nicht viel besser. Das hier wäre noch was. Distel, Johanniskraut, Plinzenkraut. Nee. Pilzenkraut. Ne, Plinzen. Johanniskraut haben wir doch auch jede Menge, oder? Wollen wir eine Tonvase mit Johanniskraut herstellen lassen? Und wir machen aber trotzdem noch das hier. Eine Tonflasche. Wir lassen sie erstmal die Tonflasche herstellen. Pass auf, Agnes, du bist keine Jägerin mehr. Du arbeitest in der Werkstatt. Batsch. Batsch. Und. Werkstatt. Und zwar, Agnes, eine Tonflasche. Dummkopf. Eine Tonflasche. Wieso kein Material? Hä? Wir haben doch Ton ohne Ende. Also wenn wir was haben, dann haben wir Ton. Ach so, halt. Ich mach grad mit Johanniskraut. Nee, geht mal weg. Ja, ich glaube, das Johanniskraut könnten wir in unserem Haus gelagert haben. Ich schau mal kurz. Dann können wir ja zur Hälfte das machen, wisst ihr? Okay. Schau mal. Achso, wir wollten, bevor ich schaue, und die hier werkelt, eine Sense können wir uns hier, wo können wir denn eine Sense? Ich schau mal, dass ich irgendwo eine Sense herbekomme. Also hier nicht. Ach, hier können wir töpfern, wie die Wahnsinn. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber wo bekommen wir eine Sense her? Eine Sense. Ich könnte mir vorstellen, bei Edwin. Aber eigentlich nicht. Ne?
glaube nicht, dass unsere... Ach, der hätte ich gleich was mitbringen können übrigens. Doch, dann nicht. Entschuldigung. Das war eine Leerfahrt. Best goods in the valley. Mist. Nee, da ist nichts an Sensen. See you soon. Wartet mal. Bezahlen wir gleich unsere Steuern. Dann haben wir es hinter uns. Unikos wird uns schon erwarten. Ja, heute die letzte Folge vor der Sommerpause. Und in der Sommerpause werden wir erstmal nichts machen. Also es geht erst wieder im September weiter. In der Sommerpause oder während der Sommerpause wird Guest Station. Hier haben wir doch aber Johanniskraut ohne Ende. Warum benutzt die das nicht? Löwenzahn, Pilzenkraut, Gänse, warte halt, Gänseblümchen war auch noch. Merkwürdig, oder? Mach's mal hier rein, ob das was bringt. Halt hier. Vor allen Dingen Johanniskraut haben wir ohne Ende. Agnes. Aha. So, pass auf, Agnes. Wir gehen mal wieder runter. Und machen das sogar mal auf 20%. Und das hier setzen wir auf. Wieso kein Material? Ach, Tonvase brauchst du. Ach, okay. Wir brauchen eine Tonvase. Moment. Ach, deswegen. Dann hätten wir es doch drin lassen können. Das habe ich gar nicht gemerkt. Eine Tonvase. Wie können wir denn... Warte mal, wir gehen mal rüber auf... Tonvase hier. Okay. Das haben wir natürlich ganz schön ausgegeben hier. Ne? Achso, halt. Entschuldigung. So, Werkstatt. Tonvase. Pass da auf, dann... Stell mir erstmal noch ein paar Tonvasen her. Wir gehen mal hier noch ein bisschen runter. Gehen wir tatsächlich auf 20%. Obwohl, brauchen wir das dann überhaupt? Da hätten wir die Tonflasche eigentlich lassen können. Na, hätte ich wieder nicht aufgepasst. Dann machen wir alles auf Tonvasen erstmal. Und dann können wir umschwenken auf eine Tonvase mit Johanniskraut. Weißt du? Okay. Gut. Agnes! Wir haben genug Ton im... Was sagt? Wir haben genug Ton im Materiallager. Wir machen es so. Erstmal eine Tonvase wäre schön, ne? Machst du schön. Sieht toll aus. Und wir haben Johanniskraut. Kannst du da drüben schon mal reinschauen, ob das deinen Ansprüchen genügt? Sehr, sehr meditativ, meine Gute. Danke. So, nicht wieder ohne. Nicht wieder mit Leergut. Zurück.
Okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Bretter. Hulsch. Dämme. Ja, schon. Nee, ich wollte. Nee, ich brauche was hiervon. Wie viel hat er denn wieder Steinsichel? Ne, nicht die Welt, aber. Okay. Wie viel haben wir denn noch? Mindestens noch 10 Kilo können wir. Wir haben erst. Wir hatten erst, ne? Eine Lieferung. Dann nehmen wir noch einen Eimer mit. Und nehmen tatsächlich noch ein bisschen Holz mit. Oh, das sind aber sehr schnell die 10 Kilo erreicht. Hoi, hoi, hoi. Gut. Kann ich überhaupt an Seeholz verkaufen? Ich kann alles verkaufen, oder? Ich kann nur nicht alles kaufen. Richtig? Wir schauen mal bei Edwin, ob der eine Sense hat. Ansonsten wüsste ich gar nicht, wer hier noch ein Schmied oder Handwerker ist, der uns eine Sense machen könnte. Ich weiß aber momentan auch nicht, wo wir eine Sense uns herstellen könnten. Ach, bei der Schmiede. Können wir uns bei der Schmiede eine Sense machen? Das schaue ich mir nochmal an. Da renne ich sogar nochmal zurück. Der Prenjäger. Hello there. Whatever you need, I've got it. Nee, ich habe es für dich. Und zwar ein Eimer. Batsch. Und ein paar Steinsicheln. Natürlich wie immer aus dem Hause Rasimir. Dobrynjega, hast du überhaupt schon... Ich lade dich herzlich ein. Wir haben noch gar keine Babyparty gefeiert oder so für unseren Jungen. Kannst gern kommen. Was willst du nicht? Keine Zeit. Oh, komm, eine Babyparty. See you soon. Sei doch nicht so. Wirklich? So seid ihr drauf? So ein Bretscherbull. Für ein Problem. Kann ich dir bei etwas helfen? Tja, wir brauchen deine Hilfe. Gestern Nacht gab es einen Sturm. Der hat unser Haus zerstört. Könntest du uns bitte helfen, die nötigen Materialien zusammen? Ja, mache ich. Ich werde dich reichlich belohnen, glaub mir. Reichlich? Ja, reichlich. Aber wir gehen erstmal zu Alvin. Alvi. Wo ist denn jetzt schon wieder? Ach so. Ach ja, ich muss auf die andere Straßenseite. Ja, könnten wir sowieso mal, aber ich schau noch mal. Was für. Ups, das war falsch. Was für Materialien willst du denn? Warte mal, wir gehen erstmal steuern. Wo ist er denn, unser Freund? Das ist Olga, aber sie sitzt hier mit. Ich hab dich gar nicht gesehen. Unikos, ich hab dich gar nicht gesehen. Odo ist hier. Sei grüßt, Unikos. Ha, da bist du ja. Und? Willst du deine Steuern zahlen? Ja, von Will. Will? Was anderes, bitteschön. Na, wunderbar. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich ein Haus wieder abreiße? Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, da musst du dafür keine Steuern zahlen. Also wenn ich das einen Tag davor abreise? Machst du das immer? Nee, das war nur so eine rhetorische Frage. Ja, eigentlich nicht. So, Moment. Was brauchen wir denn? Ich habe sogar Holzstämme dabei. Ich brauche 15. Und 10 Stein. Kann ich das alles schleppen? Kann ich 15 Holzstämme schleppen?
Halt, apropos Holzstämme. Ich habe doch Holzstämme noch dabei. Hail, friend. There's goods in the valley. Ja, tut mir leid. Ich habe nur mal an die Holzstämme gedacht. Bitte schön. Ich könnte dir auch ein paar Federn übrigens geben. Ein bisschen Pelz. Hier, bitte schön. Stein bräuchte mir dann praktisch noch 6. Have a good day. Geht das gleich mal hin? 6 Stein und 15 Holzstämme. Da müssen wir mal schauen, was wir raus, was wir vielleicht noch rauslegen. Stein war immer ein bisschen hier, oder? Ja, jetzt sieht man es halt wieder gut, ne? Ja, jetzt machen wir ein andermal. Ich könnte von einem ins andere kommen hier. Ich könnte mich wahnsinnig aufhalten hier. Ja, hier jetzt noch einen Stein zu finden. Habt ihr 10 im Winter? Wie viele Steine man da findet? Einfach so. Ja, Breitwildere. Steine. Oh man. Was haben wir denn? 7. Wir brauchen noch 3. Zumindest. 3 Steine. Gib mir einen Stein. Oh, die sind echt schön. Sind echt schwer zu finden. Wow, oder? Ja, ich brauche jetzt keine Morchel oder sonst was. Ein Stein. Ja. Tja. Der Regen macht die Sache halt nicht viel leichter, ne? Achso, wartet mal, wenn wir schon mal hier sind. Junge, was kriegt man denn an der Werkbank raus? Steinwerkzeuge? Eine Sichel. Okay. Denkt, das sind dann vielleicht Holz, ist ja Quatsch. Also Stein kann man auf alle Fälle keine Sichel machen, sehe ich gerade. Ja, hier ist eine Sense wahrscheinlich dabei, ne? Hier. Aber wir haben halt keinen Bronzebarren. Okay. Wir müssen uns also versuchen, irgendwo hier eine Sense zu besorgen. Bronze ist halt ein wahnsinnig schwieriges Ding. Noch. Weiß halt noch nicht mal im Ansatz, wo hier eine Bronze. Bronze, also wo hier eine Zinnmine ist oder sowas. Eine Kupfermine bräuchten wir, ne? Soweit ich das. Oh, jetzt mal ganz ehrlich, ich brauche einen Stein. Wir brauchen nur 3 Steine noch. Das ist ein bisschen traurig. Okay, ja, jetzt kommt es drauf an. Ne? Krieg ich mir jetzt noch 15... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wir werden vor allen Dingen reichlich belohnt. Das ist nicht schön.
15 Holzstämme will er. Ja. Ich kann es ja auch nicht. Bisschen Bronzeschaufel rein. Mal die Steinäxte rein. Das ist aber noch nicht mal im Entferntesten. Ne? Warte ich mal das ganze Fleisch mal kurz zwischenlagern. Ja, es ist aber alles nix. Was jetzt richtig... Ja, das kriege ich doch nie transportiert. Wie bekomme ich doch nicht transportiert? Ich würde ja tatsächlich auch hinkriechen. Kann man das auch häppchenweise ihm geben? Ich wüsste jetzt echt nicht. Oder brauchen wir irgendwie... Schau mal hin. Ich meine, okay. Und wenn wir ihn erstmal den Stein nur liefern... Ups. Was passiert dann? Und dann das Holz hinterher? Geht es? Wie haben Sie sich denn das wieder gedacht? Wie haben Sie sich denn das bitteschön wieder gedacht? Also ich schau mal jetzt. Wenn ich jetzt den Stein abliefere... Ob das was bringt. Dann könnten wir mit der nächsten Fuhre das Holz bringen. Also, hier habe ich schon mal Stein. Oh, ist ja gut. Ich bringe dir jetzt gleich noch das Holz, ne? Ja, ja. Also. Na gut, wir können es wahrscheinlich auch... Ich werde es aber tatsächlich hier schleifen. Ich werde mich... Ihr könnt es euch vorstellen. Ich werde mich hier schleppen. So, erstmal eine Vespa. Aber nicht unbedingt hier im Regen. Wird ein hartes Stück Arbeit. Puh. So. Denn 15 Holz. So, denn wir sehen uns bei Bridge Boy wieder. Einfach um die Schwere der Arbeit zu verdeutlichen. Obwohl, wir hätten ihn natürlich, das wäre um einiges einfach und schneller gegangen, das auch Hälfte Hälfte liefern kann. So, Bridge Boy, ich bin wieder da, mein Freund. Der Hausbau kann vonstatten gehen. Das sollte, glaube ich, alles sein. Oh, ich danke dir vielmals. Im Gegenzug zeige ich dir ein paar Bautechniken, die ich mir angeeignet habe. Lieber wäre es, wenn ich noch einen zusätzlichen Bauslot bekäme. Was für Techniken. Wir gehen jetzt erstmal zu Edwin, wenn er da ist.
Wo war denn der? Entweder? Wo? Der war doch immer... Der war doch immer... Verdammt den Zug, jetzt weiß ich es nicht mehr. Der hat doch immer gedroschen. Der war doch ein Bauer. Hier mittendrin. Ich glaube hier, ne? Waren eins zu weit. Oh, Mist. Vielleicht haben wir nochmal Glück und sehen ihn in der Taverne. Edwin? Das ist nochmal Bridge Boy, ne? Alles klar. Herr Walder, was hast du für ein Problem? Kann ich dir mal was helfen? Ja, ganz wirklich. Die Hilfe eines starken Mannes gebrauchen. Aha. Ich muss meine Familie ernähren, aber meine Vorräte sind erschöpft. Ich habe Münzen, aber keine Zeit. Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Edwin? Ed? Kein Edwin da. Edwin? Alvin. Apropos Alvin. Alvin! Falsche. Alvin? Fleisch? Beeren? Ja, was sind für Beeren? Also Fleisch und Beeren ist kein Problem. Um ehrlich zu sein. Vielleicht müssen wir auch drüben, vielleicht ist dort ein Handwerker, der uns eine Sense verkauft. Vielleicht ist es genau der, müssen wir nicht von Alvin irgendwas holen, eine Hacke oder so? Vielleicht kann uns der auch eine Sense verkaufen. Ne? Könnte es sein. Aber vier Fleisch, das ist auf alle Fälle machbar. Nehmen wir das Gute. Das ist halt gammliche Fleisch. Haben wir noch Beeren? Oder können wir Beeren... Können wir Beeren... Oder sind noch die giftigen? Wisst ihr? Das sind noch die giftigen Beeren, die wir jetzt hier ernten. Seht ihr? Ne, das sind tatsächlich unreife. Die braucht aber reife. Haben wir noch reife Beeren irgendwo? Kann man es nicht vorstellen. Die haben wir doch vergammeln lassen, oder? Oder wollten wir vergammeln lassen, richtig? Dann können wir schauen, ob die schon vergammelt sind. Ich glaube, die wollten wir als Dünger machen. Also das müssen wir bis zum Sommer warten mit dem Auftrag. Ja, das ist tatsächlich. Obwohl, schaut mal hin, viel Verdorbenes ist es aber nicht. Dafür, dass es die Beeren waren. Können wir eigentlich mit dem Verdorbenen schon wieder was machen? Brauchen wir mehr. Da brauchen wir mehr.
Ja, das... Puh. Wir schauen noch mal in unser Haus, ob dort vielleicht noch Bären sind. Da müssen wir tatsächlich hier warten. Moment. Da haben wir heute ja viel... haben wir ja heute in der letzten Folge noch viel erreicht. Bär, nee, da ist nix. Da ist auch nichts Verdorbenes. Nö. Nö, nö, nö. Jetzt noch rübergehen. Zu dem Handwerker. Wäre das eine Idee? Können es probieren. Aber ich glaube es kaum, dass es irgendwas bringt. Ein Wetter, oder? In dem Frühling. Ist ja fast wie bei uns. Ja. War halt schon doch zu allen Zeiten so. Das sagen sie immer, Klimawandel. Okay. Hey, wartet mal. Hier rein? Falibor, Entschuldigung, dass ich dich wecke. Entschuldigung, ich wollte... Okay, bist du denn, das war's jetzt, um diese Zeit zu wecken? Ich komm, Alvin hat mich geschickt, wegen einer Hacke. Zufällig? Oh, ist dir was zugestoßen, dass er jemand anderen schicken muss, oder? Nee, ist nur beschäftigt. Arbeit. Ja, die Arbeit. Ich helfe ihm. Ach, dieser Junge. Naja, ist ein fähiges Kerlchen. Aber er schuldet sich einfach zu viel Pflichten auf. Ha, bei seiner Familie und überhaupt im Dorf. Er scheint einfach nicht zu sehen, wie viel er sich selbst unnötig verbietet. Ist doch noch jung, könnte so viel mehr erreichen, als nur Tag ein, Tag aus auf dem Feld zu arbeiten. Was haben denn die ganze Zeit, jetzt mal ganz ehrlich, gegen eine solide, grundsolide Bauernarbeit? Also ist es nicht nur dir aufgefallen? Na, wenn du sein Freund bist, vielleicht kannst du ihn zur Vernunft bringen. Um was zu machen? Also, jetzt erstmal, wie viel für die Hacke? Tja, für Alvin 90 Münzen. Dann hätten wir ja welches über, weil wir haben 120 bekommen. Ja, danke. Warte mal, eine Sache noch. Ein Jäger, den ich kenne, ist auf der Suche nach Käufern für seinen Bogen. Hast du vielleicht Interesse? Ja. Was nicht im Moment? Doch. Haben wir nicht das Geld? Oh man. Wirklich? Wie viel Geld haben wir denn? Ah, ich will das Falsche. Entschuldigung, dass ich bei euch noch rumstehe. Wir haben doch gar nicht zu wenig Geld, oder? 1412. Danke, tschüss. Das ist ein Handwerker. Was ist das überhaupt, ein Handwerker? Ja. Aber ich kann halt jetzt nicht mit ihm handeln. Also, müssen wir uns mal merken. Der könnte uns vielleicht eine Sense verkaufen. Schade. Um den Bogen. Vielleicht kostet der Bogen ja... Keine Ahnung. ...2000? Kann ja sein. Ist durchaus möglich. Könnte ich mir vorstellen. So, dann machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Wer nur dieses Let's Play hier sieht, wir sehen uns nach der Sommerpause im September wieder. Wer
es weiter sehen möchte. Also ich werde es auf alle Fälle weiterführen, denn mir macht's jämmerlichen Spaß. Plätsch. So. Dann. Ach, die beiden, die schlafen. Nett. Gibt's da ein Problem, weil das so... Nee, ne. Hoffen wir, dass das nächste Mal ein bisschen besseres Wetter draußen ist wieder. Ne? Ich meine, Regen ist gut. Brauchen wir fürs Feld. Also es wäre jetzt echt gut, wenn wir noch das Feld abernten, dann dreschen. Ich weiß nicht, was wir dann abliefern oder was wir dann mit dem ganzen Zeugs machen können. Also wir können auf alle Fälle kein Brot backen. Ne? Also soweit ist unsere Siedlung dann doch noch nicht gediehen. Das ist so in weiter, weiter, weiter Zukunft. Ciao, ciao, ciao.